Yo, was geht ab? Timo hier. Wir sind immer noch bei den Crew-Herausforderungen hier im Borderlands 3. Mittlerweile angekommen im Amboss. Hier haben wir unter anderem die drei Typhon-Locks mit dazugehörigem Geheimdepot, zwei Claptraps, zwei Radiostationen und ein Gelegenheitsziel. Wir starten hier einfach mal von Süden rein und arbeiten uns dann systematisch bis oben durch. Let's go! Das erste Typhon-Lock findet ihr schon direkt zu Beginn der Map. Gar nicht zu übersehen oben auf diesem Bunker. Das zweite Lock gibt's hier in der Kanalisation zu holen. Hierhin kommen wir über die obere Plattform. Das Ding wird lediglich von ein paar Grogs bewacht. Der erste Claptrap ist hier direkt zu Beginn, wenn wir in den Hauptkomplex kommen. Hier heißt es einfach einmal durch die Tür geslidet. Und dem Kollegen geht's wohl nicht mehr so gut. Haben wir uns dann hier bis Norden durch den Komplex gefightet, geht's Outdoor weiter. Hier finden wir die erste Radiostation. Und zwar genau hier oben auf dieser Containerkonstruktion. Hier gilt's einfach ein bisschen zu klettern und das soll schon gewesen sein. Weiter geht das jetzt durch die Tür in den linken Bereich und hier finden wir auch schon Claptrap Nummer 2. Gar nicht zu übersehen auf diesem Folter, aka Seziertisch. Folgt ihr dem Gang dann weiter nach Norden, findet ihr hier noch ein Gelegenheitsziel. Hier könnt ihr auch noch eine rote Kiste finden, es lohnt sich also ein bisschen zu suchen. Es kommen von mir aber auch noch Videos dazu. Logbuch Nummer 3 gibt es hier zu holen, kurz bevor ihr die Brücke zum Boss überquert. Ihr findet das gute Stück hier oben auf der Traverse zwischen den Gebäuden. Das heißt, wir müssen wieder die Container hoch. Die zweite und letzte Radiostation findet ihr dann direkt auf einem Wachturm, nachdem ihr die Brücke überquert habt. Das Problem bei der Sache ist nur, sobald ihr hier fallt, wartet der Abgrund auf euch. Zu guter Letzt bleibt uns noch eins, das Waffendepot zu plündern. Es geht einfach an den Automaten vorbei und wir lassen uns rechts runterfallen. Und wir haben diesmal sogar was Nices dabei, eine Maliwan-Schrot mit Cryo und Strahlungsschaden. Jo Freunde, das waren die Crew-Herausforderungen hier im Amboss. Rote Kisten werden folgen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video auf dem Jacobs-Anwesen. Wenn es hilfreich war oder es euch gefallen hat, lasst mir das Abo da. Ich bin jetzt draußen. Peace.